Blöd-Hellfeld. Blaue Runde. Blöd-Hellfeld. Blaue Runde. Erstens keine Backstops. Hier im Parcours gab's Backstops. Für diese Runde solltet ihr mindestens 6 gebrauchsfähige Pfeile dabei haben. Oh, wir müssen umdrehen. Ja. Erinnert ihr euch noch an die Sonne aus Super Mario 3, die einen umbringen wollte? Genau dasselbe hatten wir an diesem Tag. Wir hatten geschlagene 36 Grad. So, heute Archery Parks. Hier am Parcours Rödelfels. Wieder mit unserem Couponbuch. Hier, kannst du einmal abtrennen. So. 12 Euro pro Person. Das sind wir schon hier. Keine Haufen hinterlassen. Wir werden uns hüten. Das erste Ziel im steinigen Backstop. Hier muss man treffen, sonst landet der Pfeil im Backstop. Oh. Okay. Und die wackeln jetzt beide. Hey, schön. Sauber. Sehr schön. Der könnte ein Kill sein. Oh, Fuß. Oder gerade im Fuß. Auge. Schön, ja. Nach der wäre sogar fast ein Kill gewesen. Nicht schlecht. Und hier hatte schon mal jemand richtig Glück und hat einen Pfeil im Baum versenkt. Sehr schön. Gut. Ja, den willst du aber jetzt. Da Fug? Was ist denn geflogen? Was hast du gemacht? Ich bin an den oben hier gekommen. Jawoll! So. Ja, sehr schön. So, hier wurde schon einiges für die Waldgötter geopfert. Es ist nicht meiner. Aber wir zum Glück nicht. Aber wo ist meiner? Im nächsten Baum. Also ist ein bisschen warm, ne? Wir haben 35 Grad. Und gleich sauber machen. Der könnte auch ein Kill sein. Ja, sehr. Also gut, Justin ist ein Kill. Ich leider nicht mehr. Aber warum liegt hier eigentlich Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? Smile.
gut. Wir sind hier am beweglichen Ziel. Ich habe meinen Fuß hier am Zünder. So, sagt, wenn ihr bereit seid. Okay, und los. Ah, Justin, der Streber hat getroffen. Okay. Oh. An den anderen Flügel. Sauber. Dein Kommentar dazu? Der Zweipfeilvogel. Du wiederholst dich. Sauber. Aber ich glaube, der könnte nicht im Kill sein. Ich glaube, der hat keinen Kill. Die ist eine große, eklige Spinne. Ja, aber... Oh, schön. Der könnte im Kill sein. Schön. Schön. Mega. Cool. Wer ist da im Kill? Ausnahmsweise hat der Micha auch mal einen Kill gemacht. Endlich mal eine Hallo. Dame, sonst komme ich immer allen in den Grünzeug. Im Dings abgeprallt. In der Natur. Leck mir am Arsch. Schön, schön, schön. Ja, ja, ja. Oh, die Katakomben. Hallo, hier auf dem Kanal für Bogenschießen für Anfänger. Wir schießen jetzt auf ein Chamäleon. Chamäleon. Chamäleon tot. Moskito ist auch noch da. Moskito. Moskito nicht tot. Falltot. Jetzt Moskito tot. Wir stechen zu. Das ist das, was wir an der Dings sehen. Ist das was? Ja, das ist auch noch irgendwas. Das sieht aus wie so diese Koala. Koala? Das ist schon eine wilde Mischung an Tieren. Oh, nicht im Tief. Ein genmanipuliertes Moskito, ein Chamäleon und ein braungebrannter Koala. Ja, ich sehe nichts Merkwürdiges hier. Nein, nur die Größe des Moskitos. Der gesetzt sich zu deinem? Ja, genau. Okay. Sehr schön. Ja, beim Chamäleon ist das Kill sehr schwer zu erkennen. Aber wir sind drin. Moskito auch tot. Haha, wir stechen zurück. Ich nicht.
Karabe. Der klappkriegende Baum ist eigentlich immer. Durchkommst du bist drüber. Ich habe auch nichts geschlossen. Der ist drin. Ein wahrer Abenteuerparcours, ja. Muss man wirklich so sagen. Alter! Ah, also, oh. Oh, der ist, da fehlt was. Ja. Justin hat auch endlich sein erstes Pfeilopfer. So. Und hier das Zebra. Keiner im Kill, aber ein wunderschönes Target. Echt, hast du getroffen? Ja. Alter, ich auch. Der hat sich nicht getroffen angehört. Der auch nicht. Ganz komisch irgendwie. Der könnte sogar kill sein. Ah, schön, oder? Ist auch ein cooler Sport. So. Okay. Okay, ich probiere hier mal von hier einen Schuss. Also sicher ist das alles Schussbahn ist frei. Auf die Ziegen da oben. Das wird tricky. Oh. Und getroffen! Also so. Im Kinn ist er nicht. Aber ein Zentimeter von hier aus überm Kill. Ja, ich glaube auch. Sehen wir dann gleich oben. Ah ja. Sehr geil. So. Und du schießt vom regulären Pflock. Auf die Ziegenböcke. Ist die, oder? Ja. Oh. I will remember you. Ich bin im Kill. Wirklich im Kill. Ich bin halt echt im Kill. Krass. Von dem Weg aus. Also. Ab hier beginnt unsere blaue Runde. Röthellfels. Blaue Runde. Diese 6 Ziele sind nichts für schwache Nerven. Warum? Erstens keine Backstops. Hier im Parcours gab es Backstops. Es gibt nur den blauen Block. Achtung, das Gelände ist teilweise felsig und nichts für Menschen mit Höhenangst. Für diese Runde solltet ihr mindestens 6 gebrauchsfähige Pfeile dabei haben. Oh, wir müssen umdrehen. Ja. Ich habe auch nur 4. Nastja hat 3. Ja. Leben am Limit. Es ist voll was für uns. Die gefährliche Reise der Bogenschützen beginnt hier. Werden sie es schaffen, die Aufgaben zu meistern? Ich wäre auch gern blau jetzt. So. Das ist aber gemein, ich bin klein. Soll ich dir eine Kiste besorgen? Ja, geh doch. So, das zweite Ziel der blauen Runde. Der könnte im Kill sein, Justin. Ich
Ja, sehr schön. Sehr. Wir haben gerade hier sehr lange das Ziel gesucht. Station. Wo ist es? Wo ist es? Da unten. Da, wo der Dings hochkommt. Ah. Schön. Ich glaube, ich habe recht hoch angehalten. Aber stimmt. Scharf ziehen. Schön. Ich meine wirklich, wir müssen jetzt hier hochklettern. Ja, hier ist der Fall. Tatsächlich. Aber es ist nicht blau, ne? Es ist die blaue Runde. Also Mangel am Parcours, ne? Ja, das roter Pfeil in der blauen Runde ist echt Stilbruch, ja, muss man echt sagen. Gibt's. So. Ach, wir sind alle ein bisschen aus der Puste jetzt, ne? Aber es geht weiter. Wir kämpfen uns durch. Zwei Ziele noch in der blauen Runde. Zwei haben wir noch. Genau. So, sehr schön. Alles gut, Haare wissen das. Wir sind jetzt bei Ziel Nummer 5. Und ich bin völlig im Arsch, weil ich die Target Cam unten aufgestellt habe. Alter. Was hast du gesagt? So, ich weiß nicht, ob man es von hier sieht. Ein Bär. Ja, das ist der Bär. Der ist drin. Schön. Jetzt gleich erster Schusstreffer. Okay. Das wär's. Ah, ja, viel zu tief. Das letzte Ziel der blauen Runde. Wenn mit. Ach, da unten. Da ist auch noch ein blauer Flock. Hä? Das ist ein siebter. Es hieß doch 6 Targets. Diese 6 Ziele sind nichts für schwache Nerven. Keine Ahnung. Könnt ihr nicht sehen hier? So, geschossen wird hier die Spinne. Ja, sehr schön. Archery Parks, wir müssen das nochmal überprüfen, aber ich bin eigentlich fast der felsenfesten Überzeugung, dass auf eurem Schild 6 Ziele standen. Jetzt sind wir hier bei 8 und da ist die 9. Noch. Sehr schön. 6 Ziele steht drauf. Einfach. Ein Traum. Mit dem ersten drin. Das war echt gut. Ja, das ist dieser Carbonspecht, von dem alle reden. Carbonspecht, ne? Okay. Links von meinem. Fuck. Auch den Baum, ja. Das sind so Treffer, die man in der blauen Runde tatsächlich hinbekommt. Also ich habe getroffen, sogar im Kill. Ne?
Aber man sieht, mein Pfeil ist abgebrochen. Ziel 10 von 6 von der blauen Runde. Er hat ihn getroffen. So ein Streber. Aber komplett, Alter, hat voll zerlegt. Letzter Schuss, Justin. Und drin. Nicht. Ziel Nummer 30, mit der blauen Runde gerechnet 40. So. Wenn Nasser zum Schuss ansetzt, Justin, Fazit zum Parcours. Archery Parks. Gefällt ist mir. Jetzt voll deins, ne? Ja. Ist absolut. Schüsse sind super. Tiere. Ist natürlich jetzt aber auch für Leute, die vielleicht jetzt nicht so gut im Wandern sind, nicht so wirklich geeignet, muss man wirklich sagen. Er ist schon anspruchsvoll von der Wanderart, auch die blaue Runde. Ah, schade. Also man sollte auf jeden Fall schon sportlich sein hier. Ja, festes Schuhwerk mitbringen, ne? Nicht irgendwie Birkenstock oder so. Trinken, es gibt keine Pausenstation, wo man das stimmt. Holen kann. Das stimmt, keine Pausenstation mit Getränken. Das schießt auch immer besser. Genau, keine Getränkestationen, also was, genug zu trinken, einpacken. Was halt nur ein bisschen irritiert hat, auf dem Schild steht 6 Ziele, die blaue Runde, und auf einmal haben wir 10. Ja. Ja. Ich meine, das 10. Ziel war echt geil. Genau, ja, irgendwie. Surprise! Ja, das 10. Ziel war cool, da haben wir auch eine schöne Aufnahme davon gemacht, aber ja. Wir haben was anderes erwartet bei 6 angekündigten Zielen. Also, wenn ihr gut in Mathe seid, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Also nochmal ein Körpertreffer zum Schluss. Sehr schön. Und du hast einen Kill zum Schluss. Ja. Du hast nochmal einen Kill gemacht. Sehr schön. Perfekt. Abschluss, Center, Kill. Danke. So muss es eigentlich laufen. Am Parcoursende angekommen. War überhaupt nicht heiß, war überhaupt nicht anstrengend. Ja. Ja, Justin, was man aber auch noch dazu sagen muss, die Adresse laut Google und laut dem Couponheft, ne, ist ein bisschen irreführend. Ja. Die führt zur Archery Parks, zur Zentralhütte, zum Zentralhaus mit so einem kleinen Parcours halt. Ne? Ja. Hier, der Parcours am Rödelfels, da muss man echt wirklich auf andere Webseiten gucken, dass man den auch findet. Ja, wenn man das nicht weiß, ist das vielleicht immer ein bisschen irreführend. Aber ich pack die richtigen Koordinaten in die Beschreibung. Das ist doch mal eine Idee, oder? Weil das ist so an der Straße, ein Parkplatz an der Straße, und der ist genau, nicht dafür ausgeschildert. Aber wenn man an dem Parkplatz vorbeifährt und dann rechts guckt, dann sieht man auch eine Schranke mit einem Schild, Archery Parks. Ja. Und mit 200 Metern zurück, Parkplatz. Ja. Also normalerweise ist dieser Parkplatz hier auch immer mega voll, aber heute ist scheinbar den Leuten einfach zu warm zum Bogenschießen. Und damit verabschieden wir uns mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
Was sagen Sie zu Ihrem Versagen? Schussbild fand.